Na gut, wir fangen einfach mal an. Herzlich willkommen zu Hause. Ja, so wie ich beim ersten Mal auch schon gesagt habe, nicht nur bei euch zu Hause, sondern zu Hause, bei dem Zuhause, was man nie verlassen hat. Zu Hause ist da, wenn man so nennen will, wo ich bin. Und heute Abend geht es nur darum. Es gibt kein zusätzliches Wissen, kein Input, sondern gucken nur, was übrig bleibt, wenn man das ganze Falsche, also falsch nicht in Form von schlecht oder negativ, sondern falsch in Form von nicht wahr. Also wenn man dieses ganze falsche Wissen einfach mal aus dem Kopf bekommt. Und wie bei den letzten Malen auch, freue ich mich über jeden, der hier aktiv dabei ist und Fragen stellt und sich auch von mir aus bei dem Zoom hier zeigt und aktiv mitmacht, weil der Abend lebt von dem Miteinander. Diejenigen, die bei YouTube dabei sind, die stellen ihre Fragen hier und Devasetu und sein Team posten die hier oder schicken mir die hier in den Chat, dass ich die auch beantworten kann. Also nicht zögern, nicht nur passiv konsumieren, sondern jetzt ist deine Chance, stell deine Fragen und sei live dabei, aktiv dabei. Vorab wie immer herzlichen Dank an Jetzt TV mit allen, die dazugehören und dass das wieder möglich gemacht wird. Und vielen, vielen Dank. So, jetzt sind hier schon die ersten Fragen angekommen und ich fange einfach mal der Reihe nach an, diese Fragen so ein bisschen abzuarbeiten. Ja, Magitta, wer soll darauf antworten? Genau. Aber genau das antwortet auf die Fragen, was auch hier sitzt und zuguckt. Ne? Aber gut, Jack the Man, hallo Mario, an was muss man wirklich sterben? Muss einfach nur gewisse Identifizierungen gelöst werden, um frei zu sein? Ja, naja, grundsätzlich, jetzt sind wir schon mittendrin. Wir sind im Reich der Worte. Und egal, ob man das nun Identifizierung nennt oder Anhaftungen, Glaubenssätze, was auch immer, es sind alles nur Worte. Jenseits dieser Worte, wenn man diese Übung macht, die wir in den vergangenen, sagen wir mal, Satsangs schon gemacht haben oder diejenigen, die meine YouTube-Videos kennen, wo ich immer wieder einfache Körperübungen mache, um darauf hinzuweisen, wie so ein Verstand tickt, dass der ja bei der Überprüfung oder bei der Wahrnehmung eines Gefühls ja nicht wirklich das Gefühl bringt, sondern der Verstand bringt ein Wort. Und dann denkt er, dieses Wort ist das, worum es geht. Und wenn man aber das versucht zu finden, wovon dieses Wort spricht, wenn man so nennen will, dann stellt man fest, dahinter ist nichts. Von daher könnte man sagen, es braucht überhaupt nicht zu sterben, weil eigentlich überhaupt nichts da ist. Es sind nur Worte, die geglaubt werden. Worte, die mit inneren Bildern, mit, was ja auch nichts anderes als Worte sind, nicht laut ausgesprochen, aber unterm Strich sind es alles nur Worte. Ja, es gibt vom Grundsatz her nichts, was wirklich sterben muss. Wovon viele oder ich auch sage, das Einzige, was man, ne, man muss bereit sein, jetzt zu sterben. Aber eigentlich spricht das alles eine Fata Morgana an, eine Person, die gar nicht da ist. Also eigentlich ist es Quatsch. Aber scheinbar, ne, so ist der illusorische Weg. Scheinbar geht es darüber, dass man erkennen muss, wer oder was eigentlich da ist. Jetzt, was jetzt hier ist. Und mehr als das kann man, wenn es danach geht, nicht tun. Wobei man noch nicht mal das tun kann, weil ja auch diese Überprüfung von dem, was ist jetzt hier, die läuft ja auch eigenständig. Weil da ist ja nichts, was es irgendwie macht. Da ist ja kein Ich, was auf der Suche ist. Oder ein Ich, was sich die Frage stellt, wer ist ich? Das ist ja alles Teil dieser paradoxen Show, die keiner beeinflussen kann. Verrückterweise ist nur dann, wenn einem das klar wird, dass da keiner ist, kann es sein, dass das alles implodiert und diese Suche einfach aufhört. Aber es kann genauso gut sein, dass diese Suche weitergeht. Unterm Strich spielt es keine Rolle. Für die, sagen wir mal, Erfahrung hier als Mensch macht es natürlich schon einen Unterschied, weil das eine ist leidvoll und
Na? Und das andere ist, sagen wir mal, genauso leidvoll manchmal, aber es fällt auf den, wie ich immer sage, Boden der unendlichen Weite, auf den Boden der Leere. Da ist niemand da, der diesen Schmerz oder diese Sorge irgendwie erfährt. Also von daher, Identifizierung, Lösen, klar, theoretisch ist es die Identifikation mit dem Körper. Aber all das, wie schon gesagt, sind nur Worte. Auch Körper ist nur ein Wort. Wenn du versuchst, Körper zu finden, das war jetzt natürlich schwierig, weil der Jack wohl bei YouTube mitguckt. Wenn der jetzt hier bei Zoom wäre, könnte man da ein bisschen tiefer in die Frage einsteigen. Aber so, versuch mal, ne, mit auch von mir aus mit den anderen Videos, da mache ich ja diese Übung immer wieder. Versuch mal, irgendetwas mit geschlossenen Augen wirklich fühlend, wahrnehmend zu finden. Also von mir aus, ne, Außengrenze von so einem Finger. Wo endet der Körper? Du wirst nichts finden. Von daher gibt es auch keinen Körper. Was sind Identifikationen, Identifizierung? Wer womit? Da sind wir ganz weit drin in dieser Show und verhaspeln uns mit dem, wir wollen vermeintlich wissen, wie was funktioniert. Ja. Auf die Frage vorhin, auf die Erwartungen, wer welche Erwartungen hat, kamen mir so ein paar Reaktionen. Ich erwarte nichts, eher möchte ich etwas loslassen, was ich nicht bin. Jeanette Nicole, du möchtest etwas loslassen, was du nicht bist. Ist denn da überhaupt was zum Loslassen? Wenn ja, wo? Wo ist es? Weil das ist dieses Paradoxe. Ich will was loslassen, was gar nicht da ist. Ich will von etwas weg, was es überhaupt nicht gibt. Deswegen erstmal überprüfen, wovon will ich überhaupt weg? Wo ist das fühlbar, greifbar, wahrnehmbar? Wo ist das, wovon du weg willst? Der Bruno, wie finde ich Erlösung vom Leid? Das ist das, was alle wollen. Sie wollen von ihrem Leid erlöst werden. Kann man nur leider sagen, das funktioniert nicht. Man kann von dem Leider in Anführungszeichen oder der Leiderin erlöst werden. Aber dieses Leid an sich, also irgendwelche Erfahrungen, die einem nicht passen. Leid ist ja immer nur, wenn das, was gerade passiert, nicht zu dem passt, was ich will. Wenn ich es anders haben will, dann passiert sowas wie Leid. So. Und selbst wenn ich noch so gut spirituell geübt bin und schon mein Innenleben sonst wie transformiert, transzendiert habe, die nächste Lebenssituation wird kommen, wo man wieder automatisch rausgeschüttelt wird aus irgendeiner vermeintlichen Ruhe. Also irgendetwas wird immer sein. Solange, sagen wir mal, wie es hier denkt, dass es da jemanden gibt. Und selbst wenn klar ist, dass hier keiner ist, niemand ist, läuft diese illusorische Leidensreise, ne, des Mario läuft ja weiter. Und auch die des Bruno. Ob nun Bruno erkannt hat, wer er ist oder nicht, spielt keine Rolle. Die Reise des Bruno, sagen wir mal, steht einfach fest. Egal, was der macht, zu machen hat, was der machen soll, wird er machen. Und das wird alles passieren. Entscheidend ist nur, ob die Erfahrungen, die da gemacht werden, ob die von einem Ich, von einer getrennt existierenden Instanz erfahren werden oder ob sie einfach im luftleeren Raum verhallen, ob da überhaupt keiner ist, der es wahrnimmt. Weil dann hat Leiden keinen Leidensdruck. Wer sagt, dass du unter deinem Leiden leiden musst, sage ich immer. Das ist so dieses, ne, gewohnte Denken, diese traditionelle, so wie das Generation für Generation erlebt wird. Und jetzt könnte man eigentlich mal anfangen, mal neu zu denken und sagen, was ist eigentlich schlimm am Leiden? Wenn wir die Frage mal ein bisschen, ne, ausdehnen, was ist schlimm an Situationen, die wütend machen, die traurig machen, was ist schlimm an allem, was man nicht haben will, wenn man sich dieses
Mensch-Spiel so anguckt, muss man feststellen, dass genau all diese ganzen vermeintlichen Katastrophen einen ja immer weiter voranbringen. Wenn es gut geht, dann ist alles schick, ja. Aber dann passiert nichts weiter, als dass Zeit vergeht. Es findet keine großartige Veränderung statt. Erst dann, wenn es anfängt zu schmerzen und zu sorgen und so, dann fängt der Mensch an und stellt sich manchmal so eine Sinnfrage vielleicht oder fragt sich, warum passiert mir das alles? Erst dann. Von daher ist die Frage, ist Leiden wirklich schlecht? Oder führt es eigentlich genau dahin, wo jeder Mensch hin will? Weil diese Suche nach Erfüllung rutscht ja nur deswegen in das Weltliche ab, weil einem keiner, ich sag mal, in keiner Schule, in keinem Kindergarten, keine Eltern, keine Ausbilder, niemand erzählt einem, dass man in der Welt sowas wie Erfüllung nicht finden kann. Weil sie einfach nicht wahr ist, weil sie einfach ein kosmisches Spiel ist, der Cosmic Joke. Und ja, also Bruno, Frage beantwortet, ja oder nein? Einfach mal kurz Feedback. So, was haben wir hier noch? Jack schreibt, ich will mehr da sein und weniger Stress. Ja, ist ungefähr dasselbe. Stress ist ja auch immer nur dann, wenn ich das, was ich gerade erlebe, nicht haben will. Dann könnte man sagen, glücklich ist der, der will, was er bekommt. Wenn es gelingt, das zu wollen, was gerade ist, egal ob es regnet oder ob das Konto leer ist oder ob der Dieselpreis auf 3 Euro steigt oder ob ich wieder nicht verreisen darf, ob ich eine Maske tragen muss, whatever. Wenn ich das will, was passiert, gibt es keinen Stress. Jetzt schreibt die Jeanette wieder, oder besser, ich möchte die loswerden, die etwas loswerden will. Das können wir jetzt unendlich weiterführen. Aber jetzt, bevor wir es unendlich weiterführen, drehen wir den Spieß mal um und gucken mal dahin, wer ist denn da? Ist da überhaupt jemand? Weil für dieses Cosmic-Joke-Spiel hier ist es immer so einfach, dass man sagt, das, was hier ist, wird als gegeben hingenommen und von hier aus gehe ich in die Welt und will irgendwas nicht. Anstatt mal den Fokus umzudrehen und erstmal zu gucken, wer ist denn überhaupt fühlbar, überprüfbar da, der irgendwas wollen, nicht wollen, wie auch immer könnte oder müsste. Ibrahim, schönen Abend. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr, aber trotzdem hört die Suche nicht auf, obwohl mir alles bewusst ist. Was schreibt da? Keine Erwartung, nur neugierig, ob du das siehst, wie ich es sehe. Okay. Also wenn der Ibrahim hier schreibt, von wegen keine Fragen mehr, aber die Suche hört trotzdem nicht auf, dann passt es nicht ganz. Weil die Suche bedeutet ja gerade so, da ist irgendwas, ja, das ist noch nicht richtig der Moment, da fehlt noch irgendwas. Und auch wenn es eine ungerichtete Suche ist, da ist ja trotzdem eigentlich ein riesen Fragezeichen hinter. Was mache ich hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Und, und. Das ist ja eigentlich essentiell, Fragen ohne Ende. Also Ibrahim, nochmal neu denken. Also auch wenn natürlich, ne, alles, was wir hier machen, wenn ich jetzt einen Namen nenne oder euch anspreche, ist es eigentlich völliger Quatsch. Weil dieser Name suggeriert ja, da gibt es etwas, was getrennt vom Sein selbst existiert. Und das alleine ist der Cosmic Joke, diese Trennung zwischen mir und vermeintlich Gott. Also wenn ich hier irgendeinen Namen sage, ist das eigentlich schon völliger Hokuspokus, völliger Blödsinn. Weil ich genau diese Instanz anspreche, die gar nicht da ist. Nur mal so zwischendurch. Aber so spielt sich ja nun mal, kommen wir ja erstmal scheinbar nicht drumherum. So, die Nicole. Wenn ein Impuls zur Traumatherapie auftaucht, kann es hilfreich sein, dem nachzugehen oder wird es nur den Traum verschönern? So eine Frage hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal. Aber macht nichts, die ist gut, weil damit beschäftigen sich ja sehr viele. Also erstmal hat es keiner in der Hand, ob Traumatherapie sein soll oder nicht. Man kann auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Weil
es ist einfach immer so, wie es ist. Und wenn jemand, warum auch immer, auf den Gedanken kommt, Mensch, Traumatherapie, um vielleicht so diese, ne, Verletzungen aus Kindheitstagen da irgendwie mal aufzuarbeiten, warum nicht? Ist überhaupt nicht verkehrt. Ob das schöner Träumen oder Erwachen unterm Strich bei rauskommt, ist ja erstmal dahin, ist ja erstmal völlig gleichgültig. Wenn der Weg da lang gehen soll, dann geht er erstmal da lang. Und man kann in diesem Spiel nichts falsch machen. Es gibt ja so Leute, die, hatte ich vor kurzem gerade jemand, der mich gefragt hat, warum, wie kannst du noch einen Trommelbau-Workshop anbieten? Ja, warum denn nicht? Weil es ist ja gerade, zu diesem Spiel gehört ja alles dazu. Es fragt mich ja zum Beispiel auch niemand oder es fragt sich keiner, Mensch, du bist erleuchtet, warum musst du noch essen und trinken, wenn der Körper denn nur eine Illusion ist? Das läuft ja trotzdem genauso weiter. Und in diesem Spiel hat alles seine Richtigkeit, alles seine Rechtfertigung, weil, so wie ich immer sage, jeder wird auf der Ebene abgeholt, sagen wir mal auf der Lügenebene, wo sich das jeweilige Ich so in der eigenen Lebenslüge festgesetzt hat. Und da braucht es denjenigen, der sich mit Heilung beschäftigt, genauso wie denjenigen, der sich mit Traumatherapie oder der weiß, ne, schon mal gehört hat, von wegen, bei mir war eine Menge los, da muss ich mich drum kümmern. Also ja, einfach probieren, einfach machen. Aber im Hinterkopf haben, dass du gemacht wirst. Das heißt, wenn Traumatherapie dran sein soll, dann ist er dran. Dann kannst du weder was dafür noch dagegen tun. Umgekehrt genauso. Wenn das ein Wunsch ist oder irgendwie so eine Sehnsucht vom Finger, ich will davon irgendwas wegkommen und ich will das machen, aber es soll nicht sein, dann werden alle Therapeuten keine Termine haben, dann wird die Krankenkasse nicht mitspielen oder was es auch immer sei, dann wird es nicht stattfinden. Und wenn man sich mit dem Thema Trauma beschäftigt, ne, die deutsche Sprache ist ja genial, Trauma, das einzige Trauma, wenn man es so nennen will, was ein Mensch erfahren hat, ist der Moment der Trennung. Dieser Moment, wo es in einem Menschen denkt, ich bin dieser Körper, ich bin dieses, ne, Gesamtkunstwerk hier und ich muss irgendwie selber sehen, dass ich hier klarkomme. Das ist das eigentliche Trauma, weil ab dann beginnt der Traum. Der Traum, den wir Leben nennen, den wir Realität nennen. Und ja, wie gesagt, die deutsche Sprache ist genial. Traum, Trauma. Das soll jetzt nicht die, den, wie soll man sagen, das Leiden von traumatisierten Menschen irgendwie hinunterspielen oder so. Ganz im Gegenteil. Da ist vollste, wie soll man sagen, vollstes Mitgefühl innerhalb der Show. Aus absoluter Sicht ist da pure Gleichgültigkeit. Aber innerhalb der Show des Mario ist da vollste Empathie, vollstes Mitgefühl und auch vollste Achtung für diejenigen, die sich dem stellen und nicht weiterhin mit, keine Ahnung, Alkohol, Drogen, allen möglichen Ablenkungsgeschichten da versuchen, von wegzukommen. Also diejenigen, die den Weg gehen, Hut ab, weil es ist nicht ohne, klar. Aber wie sagt Kali Gibran, Dreschboden der Liebe, man kann das nur wiederholen. Alles, was schmerzt, alles, was wehtut, alles, was durchschüttelt, ne? Alles, was nicht echt ist, wird uns aus uns rausgedroschen und das, was übrig bleibt, ist das, was wir sind. Frei von Existenz, frei von Konzepten, frei von Wissen, frei von allem. Jo. Das redet ja heute wieder wie ein Wasserfall. Mann, Mann. Gut. Nicole, einigermaßen okay, die Antwort, oder? Ja, also für alle, Kopf hoch, runter heißt ja, links, rechts heißt nein. Oder Daumen hoch, genau. Oder auch diejenigen, die jetzt hier bei Zoom dabei sind, wenn ihr eine Frage zwischendurch habt, einfach mal dazwischen sprechen oder so. Ihr könnt einfach, wenn euch danach ist, einfach, ne? Stummschalten, aufheben, einfach fragen. So lange mache ich einfach mal mit den Nachrichten hier im Chat weiter. So, Jack schreibt, bei dir sind auch noch deine Persönlichkeitsanteile aktiv. Na, aber warum auch nicht? Aber die interessieren dich nicht. Genau. Man geht ja in Therapie in Beziehung zu diesen Anteilen, oder wie ist das bei dir? Naja, wenn du jetzt fragst, bei dir, von außen sieht es aus wie Mario, von innen ist Funkstille, da ist nicht viel bei dir. Also
Mario läuft auf Autopilot, der wird gesprochen, der wird geatmet, geguckt, bewegt, der trinkt. Aber ja, also wenn du jetzt sagst, wie ist es bei in Therapie, geht man in Beziehung zu diesen Anteilen, kann ich jetzt so nicht so wirklich was mit anfangen. Müsstest du die Frage vielleicht nochmal ein bisschen konkreter machen, bitte? Aber Therapie ist ja wieder ein eigenes Thema für sich. Ne? Da kann man natürlich eine Menge machen. Kann man gucken, so von wegen, wo, wie ist diese Persönlichkeit zusammengesetzt, wo hat sie ihre Stärken, ihre Schwächen, worunter leidet sie, wodurch kommt sie nicht in ihre Kraft und, und. Aber das ist ja alles nur in dem Moment, wo ich dieses, naja, wie soll ich sagen, dieses Ich nicht im Fokus habe, sondern nur besser klarkommen will. Nur die Welt verstehen will, nur mich verstehen will, nur will, dass der Traum schöner wird. Und das ist der Unterschied zum Satsang. Da geht es knallhart um, wenn wir es so nennen wollen, in Anführungszeichen sterben, um ne, Todeserfahrung. Anderes Wort für Erwachen oder Erleuchtung, Todeserfahrung. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Todeserfahrung, dann hat das nichts mit Therapie und den Traum schöner machen zu tun. Da fällt alles weg. Da fallen alle Persönlichkeitsanteile weg, alles im Außen, im Innen, alle materiellen Werte, alle emotionalen Geschichten. Da bleibt nichts übrig, noch nicht mal nichts. Oh, Jevan Carla. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber sie schreibt, guten Abend, gibt es für dich eine Seele? Die gibt es genauso wenig, wie es mich gibt. Also ich habe dazu schon ganz, glaube ich, schon ein paar Videos gemacht und auch öfter schon drüber gesprochen, die gesagt habe, ist für in der Welt des Mario das größte Marketingkonzept noch vor Coca-Cola und Apple iPhone, weil es den Menschen so die Angst vom Tod etwas besänftigt. Ne? Alle Welt denkt nach dem Tod, oh weia, ich weiß nicht, was danach kommt. Und die Seele dockt genau daran und sagt, egal was danach ist, aber es geht weiter. Das, was ich bin, ist unsterblich. Und das ist ewig und das geht weiter. Und sage mal, wenn du dir vorstellst, du hättest keinerlei Erinnerung, könntest du jetzt in diesem Augenblick eine Seele fühlen, könntest du sie wahrnehmen, überprüfe, ob es für dich, ob es eine Seele gibt, ob du sie finden kannst. Genauso überprüfe, ob es dich gibt, das, was du denkst zu sein, das, von dem du so selbstverständlich ich sagst. Wo ist das fühlbar? Ja, und ansonsten also einfach mal bei Mario Hirt TV gucken, da ist das Thema Seele öfter mal im Gespräch und da gibt es noch detaillierte Worte für. Wer oder was bestimmt denn, was passiert? Tja, dann müsste man ja erstmal gucken, was passiert denn wirklich? Passiert denn überhaupt was? Oder ist das alles nur die Illusion? Ist das alles nur Maya? Weil wir haben immer so viele Worte, unser Verstand hat sofort ein Wort für alles. Und er denkt, Illusion, es ist zwar illusorisch, aber es passiert ja was. Wenn man mal überprüft, ob wirklich etwas passiert, stellt man fest, dass eigentlich überhaupt nichts passiert. Es findet nichts statt. Der jetzige Moment ist kein, der ist nicht wahr. Aber wer oder was das bestimmt, kann man sagen, du. Nicht die Niki, sondern das, was die Niki essentiell ist. Und da gibt es keine Trennung. Aber um etwas zu bestimmen, müsste etwas sein. Und das, was ist, das hatten wir eingangs, das sind Worte im Verstand, die nicht überprüft werden, sondern einfach so geglaubt werden. Deswegen halte ich es genauso wie Buddha, der sagt, glaube niemandem, weder irgendeinem anderen noch deinen eigenen Gedanken, sondern überprüfe alles. Und dieses Überprüfen ist ein ganz einfaches Fühlen oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen. Fühlen, wahrnehmen, Augen schließen, Aufmerksamkeit nach innen, in Anführungszeichen innen. Und einfach mal gucken, was ist denn jetzt wirklich hier? Oder was sind nur Worte, die der Verstand bringt?
So, der Jack in Traumatherapie sagt man, man hebt diese Trennung auf, indem man sich wieder mit Menschen verbindet. Also, ich weiß nicht, welche Art von Traumatherapie das ist, aber in dem Moment, wo ich mich mit irgendeinem Menschen verbinde, kann ich ja keine wirkliche Trennung aufheben. Das passt irgendwie nicht. Also da schreibt man noch mal genauer, bitte. Die Magitta, woher weiß Mario, dass da etwas ist, was erleuchtet ist? Das ist ja gerade das Paradoxe, dass das von außen so aussieht, als wüsste Mario irgendetwas. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, sieht von außen aus, wie Mario spricht, so quatscht wie ein Wasserfall. Aber innen drin, wenn ich versuche, irgendetwas zu finden, dann wird es still. Dann wird es ruhig, dann wird es Mario? still. Da ist nicht wirklich irgendwas. Mario? Ja. Wer Hallo. spricht denn dann jetzt? Wer da spricht, kann ich dir nicht Ja. sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Weil ein Mario gibt es nicht. Das ist ja gerade das Phänomen, das ist ja gerade das Paradoxe dabei. Man könnte jetzt sagen, das Sein selbst spricht. Das Sein guckt, das Sein bewegt einen Arm und. Aber da sind wir wieder genau bei dem Wort Illusion. Was heißt denn Illusion? Illusion heißt ja nicht, da ist irgendetwas, was nicht wirklich greifbar ist, sondern da ist gar nichts. Von daher kann man sagen, auf absoluter Ebene findet auch kein Sprechen statt. Aber scheinbar schon. Richtig. Aber wenn wir jetzt mal den Fokus nicht auf schon legen, sondern auf scheinbar. Nur sobald das hier stattfindet, sobald Wahrnehmung stattfindet, ist es ja schon eine Illusion. Richtig? Richtig. Aber Wahrnehmung. Wir Ich bin. nehmen etwas für wahr, was nicht wahr ist. Und dann, weil wir es gewohnt sind, seit klein an, denken wir, das ist echt, das ist richtig. Das muss so sein und das stimmt. Die Welt existiert und ich existiere und ich muss in dieser Welt irgendwie klarkommen. Aber genau das ist dieser, ja, Cosmic Joke eben. Das ist der Witz, so dieser Versuch, etwas zu finden, irgendwas zu erreichen, was ich bereits bin. Das heißt, sobald das Ich bin da ist, ist das auch schon eine Lüge. Genau. Sobald wie auch immer geartete Wahrnehmung da ist, Ja. was es auch immer ist, egal was da ist, ist es immer zu viel. Deswegen nutze ich ja so gerne das Wort traumloser Tiefschlaf, weil es einfach für den Verstand naja, so eine kleine Richtung gibt, so einen kleinen Hinweis, so von wegen, ach, darum geht's. Dass man so eine Vorstellung davon hat, dass man merkt, das, was ich bin, hat keine Attribute, das kann ich nicht mit meinen Sinnen greifen. Und doch, es ist das Einzige, was da ist. Und um auf die Frage von der Magitta zurückzukommen, das ist dieses, woher weiß Mario, was erleuchtet ist. Das ist eben paradoxerweise, dass man über etwas sprechen kann, was man nicht wahrnehmen kann. Weil man in der Lüge ist, richtig? Wenn man was? In der Lüge ist, in der Illusion. Liebe ist auch nur ein Wort. Bitte? Liebe ist auch nur ein Wort. Du kannst es Liebe nennen oder Kartoffelsalat. Ach so, nee, ich meinte, ob die Realität, also das Bewusstsein selber, diese Lüge braucht, um sich dadurch zu erkennen, weil ohne diese Lüge Wahrnehmung wäre ja wirklich nur Tiefschlaf. Ja, aber das hat ja nichts mit Liebe zu tun. Nee, Liebe habe ich nicht gesagt. Okay, Lüge. was Lüge. nochmal? Entschuldigung. Lüge. Lüge? Ja, weil Wahrnehmung ist ja schon Illusion. Lüge. Genau. Also braucht dieser Tiefschlaf, diese Lüge der Wahrnehmung, um sich zu erkennen, weil ohne diese Lüge der Wahrnehmung wäre ja nur gar nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, also und das ist jetzt wieder, wenn man versucht, mit so ein paar grauen Zellen, mit so einem menschlichen Hirn, das Sein zu verstehen, dass man sagt, von wegen, ah, dann braucht es das, um das und das zu erreichen. Das will aber überhaupt nichts erreichen.
das will sich nicht erkennen, das hat überhaupt kein Interesse an irgendwas. Das ist ja gerade der Cosmic Joke daran, dass es nichts zu tun gibt, dass es nicht so wichtig ist, dass irgendwas klappt oder dass man unbedingt irgendwas erreichen muss. Das ist ja dann das, was der leidende und suchende Mensch daraus macht, dass er sagt, ah, das ist ganz wichtig, ich will endlich Erleuchtung, ich will endlich Leidensfreiheit, ich will, ich will, ich will. Aber aus absoluter Sicht gibt es überhaupt nichts, da ist nichts, was irgendwas will, da gibt es keine Ursache, Wirkung, kein Grund, kein Nichts. Oder meinst du, traumloser Tiefschlaf hat Interesse an irgendeiner Lüge oder braucht irgendetwas, um das zu sein, was er ist? Der ist immer weder noch, der braucht nichts um zu, gar nichts. Das ist der Mensch, der denkt von wegen, oh, mein Leiden macht einen Sinn. Ja, ja, ich leide, weil so entwickle ich mich weiter und so erkenne ich irgendwann wieder, wer oder was ich bin. Aber aus absoluter Sicht spielt es überhaupt keine Rolle. Weil es macht keinen Unterschied, ob da jemand denkt, er kann sozusagen irgendwas erreichen oder ob schon klar ist, dass diese Spielfigur komplett leer ist und dass es feststeht, ob da irgendwas passiert oder nicht passiert. Unterm Strich ist völlig egal, völlig gleichgültig, weil einfach mal nichts wahr ist. Das ist nur scheinbar. So wie ich manchmal das Beispiel bringe, stell dir vor, du sitzt im Kino und siehst auf einer Kinoleinwand 10 Personen stehen. Dann kannst du nicht an die Leinwand hingehen und kannst da eine Person rausnehmen, weil die Person existiert nicht. Das ist nur Licht und Schatten auf einer weißen Leinwand. Aber du kannst diese einzelne Person nicht rausnehmen. Hier scheint es so, als bin ich das und die Welt da draußen, aber selbst ich das ist Teil dieser Leinwand, Teil dieser Show. Und alles, was dieser Ich-Teil wie auch immer macht, ist alles das, was in dem sozusagen Drehbuch steht, was es machen muss. Und nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, Eckdaten im Leben, wo man sagt, du musst den Job finden und musst da hinziehen und musst die Frau kennenlernen oder den Mann kennenlernen, sondern jede absolut klitzekleinste Regung vom morgendlichen vermeintlichen Wachwerden bis abends schlafen gehen, alles, was du tust, jedes Zucken im kleinen Finger, jeder Hautausschlag, jede Blähung, jeder Sonnenbrand, jedes Glas Rotwein, jedes Yoga, alles, jedes schamanische Trommel, alles muss so sein. Jede einzelne Regung, jedes einzelne Gefühl, jeder einzelne Gedanke, was jetzt gerade in dir ist, ist nicht von dir. Deswegen der Begriff Marionette. Ne? Gut, gucken wir mal kurz mal weiter. Die Petra. Wie komme ich besser vom theoretischen Verstehen in die Erfahrung? Na, das hatten wir schon mal, indem du aufhörst zu glauben, sondern wirklich überprüfst. Also nimm irgendwas, keine Ahnung, ich nehme das Beispiel mit dem Finger, überprüfe, ob es deinen Finger gibt. Wenn du denkst, du wirst traurig, versuch Traurigkeit zu finden, fühlend, wahrnehmend zu finden. Du wirst merken, je näher du daran kommst, desto mehr löst sich's auf. So, was haben wir hier? Man ist frei, weil niemand die ganze Zeit involviert ist. Richtig. Das ist die eigentliche Freiheit oder die wahre Freiheit, dass es nichts braucht. Weder irgendeine Freiheit noch irgendeine, ne, Antikriegsdemo, whatever. Es ist völlig egal, völlig gleichgültig, was sich innerhalb dieser Show abspielt. Das, was ich bin, ist immer völlig unbeteiligt. Aber wenn es nicht erfahren wird, kann man nicht so leben. Oh, dann lebt es sich eben anders. Aber ganz oft ist es erstmal für den Verstand schon eine gewisse Erlösung, wenn das erstmal, sagen wir mal, verstanden wird, dass ich nichts tun kann, sondern dass ich getan werde. Das heißt, freie Wille, ich müsste mich entscheiden oder ich kann irgendwas falsch machen oder oh weia, ich kann scheitern. Gibt es in dem Spiel nicht.
Du kannst niemals scheitern. Du kannst nichts falsch machen, weil selbst wenn irgendwas vermeintlich falsch ist, ist es doch aus absoluter Sicht gesehen richtig, weil es ja das ist, was passieren soll. Und von daher, ne, Beatles-Song, Let It Be, nimm das, was kommt und mach es zu 100%. Lass es einfach da sein, weil es ist immer richtig. Und wie ich immer so sage, paradoxerweise hat das Spiel ein Happy End. Du wirst irgendwann sterben. Also egal wie, selbst wenn es zu Lebzeiten nicht gelingt, irgendwann wird das Licht ausgehen. Also kannst dein Ziel in Anführungszeichen nicht verfehlen, solange du denkst, dass du ein Ziel hast. Ja, MW, wer auch immer, hangelt man sich von einem Konzept zum nächsten, um nicht zu sterben. Genau. Und genau, und in den Konzepten die Lösung für sein Leid zu finden. Genau. Ich schaffe mir mit dem, sozusagen mit irgendeinem Thema, schaffe ich mir ein Problem, was überhaupt nicht existiert, und dann versuche ich die ganze Zeit eine Lösung zu finden. Und dabei hangel ich mich von Konzept zu Konzept und beende damit sozusagen eigentlich die Lösung. Also ich bin automatisch immer in diesem Leiden gefangen. Ich mache automatisch immer weiter, solange ich denke, ich könnte irgendeine Lösung finden. Weil die suggeriert ja, die finde ich immer im nächsten Moment. Nicht jetzt, sondern erst, wenn ich irgendwas höre, irgendwas lese, irgendwas erfahre, und nie jetzt. Und das ist diese Karotte über dem Eselskopf, ne? Dieses Bild, dass man so einem Esel die Karotte über den Kopf hält und dann trabt er los in der Hoffnung, die zu kriegen. Deswegen heißt es halt an, sei still, mach gar nichts. Und die Frage, ne, von der Petra, wie kommt man von vom theoretischen Verstehen in die Erfahrung? Nichts glauben, sondern überprüfen. Weil der Verstand ist viel zu schnell. Der springt sofort an, hat sofort ein Wort, sofort eine Theorie, hat sofort die Zusammenhänge, anstatt einfach mal zu sagen, oh, ruhig aus, schalte mal einen Gang runter und überprüfe mal, ob das, was es in mir denkt, wirklich stimmt. Aber das kann ich ja nun wiederum nicht machen. Ich sage mal nur, ich kann so tun, als ob. Ich kann probieren, ob ich es machen kann. Aber wenn es sein soll, wird es klappen, wenn nicht, dann nicht. Genau, Ibrahim, danke, es ist, wie es ist. Richtig. Wobei, es ist, wie es ist nur innerhalb der Show so. Es ist noch nicht, wie sagt man, das Ende der Fahnenstange. Weil da ist nichts. Es findet niemals irgendwas statt, weil alles, was wahrgenommen wird, ne, sagt das Wort, ich nehme etwas für wahr. Das heißt, eigentlich ist es falsch. Eigentlich ist es eine Lüge. Und ich muss mir diese Lüge schönreden oder muss mir diese Lüge wahrreden. Da sind wir wieder bei dem Konzept gehangen. Ich muss mir das wahrreden, damit ich nicht sterben muss. Weil in dem Moment, wo alle Konzepte in sich zusammenfallen, weil ich merke, dass nichts stimmt, ist automatisch auch dieses Ich-Ding mit dieser vermeintlichen eigenen Existenz weg. Ja, das Thema Gründe. Da meine Kinder sich haben impfen lassen und ich auf das Thema Seelenplan gestoßen wurde. Ja, es gibt eine Menge, man kann sich eine Menge beschäftigen, also mit allen möglichen, mit Seelenplan, mit ja, Lebensaufgabe, ne? Hatten wir gestern bei der Nicole, glaube ich, ne? Die Lebensaufgabe, ne? Was ist meine Lebensaufgabe? Die Antwort ist in dem Wort schon in, 1, 2, 3, nicht stottern, nur erzählen, ist schon darin beinhaltet, Lebensaufgabe. Gib dein Leben auf. Was ist überhaupt Leben? Ne? Wir nutzen so selbstverständlich alle möglichen Worte und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, wovon wir eigentlich reden. Was ist Leben? Was ist Tod? Jede Nacht legen wir uns ins Bett, schlafen ein, da ist nichts mehr da. Keine Wahrnehmung, nichts mehr. Was lebt denn dann noch? Beziehungsweise, was ist Leben? Gut erklärt, Mario. Ja, ich kann nichts dagegen oder dafür tun. So, Margitta war krank, hatte den Heiligenschein, Corona.
und konnte nur noch schlafen. Ich musste oftmals an Mario denken, denn das Schlafen, was ein Tiefschlaf über Tage war, war ein Genuss. Ja, nichts denken, nichts daran, genau. Ja, weil in dem traumlosen Tiefschlaf, es gibt ja viele, die so auf diesem spirituellen oder esoterischen Weg am Anfang unterwegs sind, sagen, die verstehen, ja, ich bin nichts. Aber nichts ist zu viel, nichts ist schon wieder eine Vorstellung. Im traumlosen Tiefschlaf ist noch nicht mal nichts. Da ist kein Wort, keine nichts in der Richtung, was man irgendwie benennen könnte. Das ist eben immer jenseits davon. Ja, es gibt ja auch keine Worte, die ich wirklich habe. Ich konnte nur im Nachhinein sagen, es war nur Genuss. Genau. Auf einer bestimmten Ebene. Ja. Und ich war dankbar für das Ganze, sehr dankbar. Das ist der beste, wenn wir so nennen wollen, der beste Fall, wenn das menschliche Sein mit dem sozusagen zusammenkommt, dass man sagt, wow, was für ein Geschenk, eigentlich für ein Geschenk. Weil auf menschlicher Ebene, auch wenn ich sag mal, viele dieses Thema Erwachen, Erleuchtung ja so hochleben, von wegen, das ist das Größte, was ein Mensch erleben kann. Erstmal ist es aber der Worst Case. Es kann nicht schlimmer kommen. Das heißt, es bricht alles weg, es stirbt alles. Ja. Auch die Interesse an allem Weltlichen, egal ob Partnerschaft, Kinder, Haustiere, Geburtstag, Weihnachten, Aussehen, Kontostand, whatever, es bricht alles weg. Es interessiert überhaupt nichts mehr. Wenn das ein normal denkender Mensch hört, der sagt immer, Mensch, du bist aber traurig, also da möchte ich ja nicht mit dir tauschen. Aber genau diese Abwesenheit von diesem weltlichen Interesse, ne? Psalm 23 auf Englisch, I shall not want. Ich sollte nicht wollen, in dem Moment, wo dieses ganze Ich-will-nicht-Spiel aufhört, dann ist einfach diese Freiheit da. Ja. Aber die hat nichts mehr mit dem Weltlichen, ne, mit dem Weltlichen zu tun. Und wenn man das dann aber innerhalb der Rolle, wenn man es so nennen will, erkennen kann und sagen kann, wow, was für ein Geschenk. Schön. Also ich habe es als Geschenk erfahren, als großes Geschenk. Ja, so geht es dem Mario auch. Ja. Auch wenn ich sag mal, das weltliche Sehen immer wieder irgendwelche Katastrophen herbeiführt oder irgendwelche Situationen, die für Unverständnis und Fragezeichen in den Augen meines Gegenübers sorgen, aber es ist dann halt, was soll's. Ja, so, Mensch, heute ist ja richtig Stimmung hier, ich komme gar nicht so schnell hinterher. Max schreibt hier, also das größte Problem besteht darin, dass man glaubt, ein Ich zu sein. Richtig. Eine Person, ein Individuum und dass man getrennt von der Welt ist. Scheinbar. Genau so. Genau. Das ist der Cosmic Joke. Das ist Lila, das Spiel Gottes. Das ist das Problem, in Anführungszeichen, was mit dieser gedachten, illusorischen Trennung einhergeht, dass der Max denkt, ich bin dieses Körper-Geist-Ding, was ich im Spiegel sehe und dass ich irgendwie selber klarkommen muss, dass ich mein Leben irgendwie hinkriegen muss. Ich muss mich kümmern. Und ja, Person, so wie du es geschrieben hast, Person, Individuum. Ne? Person ist immer dieses schöne Wort. Persona heißt Maske. Und das Ich, so wie geschrieben steht, das Ich, die Maske Gottes, die keiner trägt. Also genau so ist es. Das größte Problem ist aber nur ein, so wie du es in dem letzten Wort schreibst, scheinbares Problem. Da ist überhaupt kein Problem. Und wenn klar ist, dass der überhaupt kein Problem ist, dass dieses Ich weder gut noch schlecht ist, sondern gar nicht existiert, dann erübrigt sich eigentlich dieses ganze Suchenspiel, dieses ganze Drama um die eigene Person machen und. Und es reicht manchmal schon, dass es erstmal nur verstanden wird, dass ich nicht der Täter meiner Taten und Denker meiner Gedanken bin, sondern dass ich wie eine Marionette gespielt werde. Weil dann ergeben sich nämlich ganz viele Situationen, wo man genau das merkt, dass man keine Möglichkeit hat, in dem Spiel irgendeinen Einfluss zu nehmen. Und je mehr so ein Verstandesding darauf zurückgeschmissen wird und wirklich merkt, ja, es ist ja wirklich so, desto mehr, wie soll man sagen, lässt das immer mehr nach und desto ruhiger wird. Weil wer hat es vorhin geschrieben, zu Beginn,
bei der Frage nach dem, was habe ich für eine Erwartung? Eigentlich will jedes Ich einen inneren Frieden haben. Ich will mit mir klarkommen. Ich will konfliktlos mit mir sein. Das ist das Einzige, was einen Mensch interessiert. Und genau darin besteht dann sozusagen die Aufgabe zu erkennen, dass da überhaupt keiner ist, der irgendein Problem hat. So, 24 neue Nachrichten. Jetzt muss ich mich aber eilen hier. Genau, die Trennung hat nie stattgefunden. Das ist nur ein Gedanke, der geglaubt wird. Genau. So. Was haben wir hier noch? Jetzt habe ich hier irgendwas überblättert. Mal gucken. Was schreibt er hier noch? Verbunden mit Menschen? Kann ich nicht. Ist unzerstörbar. Verbinden. Keine Ahnung. Also an den Jack, wie er heißt. Du müsstest deine letzte Nachricht nochmal schreiben. Das kommt nicht so wirklich an, was er hier. Was er hier fragt. So. Habe ich jetzt hier irgendwas überblättert? Mal gucken. Ja, na gut. Ist von denen, die hier bei im Zoom-Raum sind, irgendeine Frage? Hallo Juli. Ein paar von euch sehen wir ja. Ralf, den Ralf sehe ich nicht. Vico auch nicht. Hallo Christa. Die Annette ist ganz verschwommen. Oh ja, macht nichts, kein Problem. So, also bei euch irgendwelche Fragen, die ihr hier seid, also nur weil ich jetzt hier in dem Chat die ganzen Fragen beantworte, heißt das nicht, dass ihr hier nur zuschauen dürft. Na, genau, Sandro. Mario, ja, ich habe eine Frage. Na dann los, her damit. Okay, wird man denn eigentlich zum Erwachen geführt? Weil ich erlebe immer wieder Sachen, die ich gerne möchte, aber die mir nicht gelingen. Kannst du nochmal, es passieren immer was? Nee, ich mache immer Sachen. Ja. Möchte. Bin ich laut genug? Ja, jetzt klappt. Okay. Und, aber die mir nicht gelingen. Und ja. Dadurch entsteht ja auch bei mir so ein Leidensdruck. Schön. Weil ich versuche ja immer so einen Weg zu gehen, der... ja, nicht so viel Leid erzeugt letztendlich bei mir. Und das kann ich ganz gut. Ja. Aber das kommt oftmals bei dem Gegenüber nicht so an, wie ich das gerne hätte. Also sprich meine Kinder. Okay. Ja, da läuft das einfach nicht rund. Und die sind jetzt auch schon erwachsen. Und ich spüre einfach, da, ich muss die loslassen. Aber da, ich leide darunter so stark. Die einfach wirklich, wirklich loszulassen. Und weil sonst habe ich mich immer gemeldet oder ich bin hingegangen. Aber von denen selber kam eben sehr wenig. Damit habe ich mich dann so gefühlt, als würde ich denen hinterherlaufen. Und das fand ich natürlich auch nicht so toll. Genau. Und aber ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt dabei bei diesem Aufwachprozess. Also ja. Also durch seine Meditation und so weiter. Und genau. Also soll ich das jetzt einfach mal lassen? Weil ja. Genau, soll ich das jetzt einfach mal lassen? Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wen spreche ich denn da an? Wer könnte denn irgendetwas lassen? Geschweige denn, wer könnte irgendetwas tun? Ja, die Persona, die in mir drin ist, die halt gerne leidet. Okay, die ist in dir drin. Ja, oder die, wo ich denke, die ist da. Naja, aber jetzt sind wir mal Butter bei die Fische. Die, wo ich denke, dass sie da ist.
Ja, mein Empfinden, meine Gefühle. Ja, aber genau das ist so dieses, weißt du, das braucht so eine gewisse Achtsamkeit, da mal genau hinzugucken und zu sagen, ist denn da wirklich was vorhanden? Oder ist das nur so ein konditionierter Glaube, der über die Jahrzehnte mitgeschleppt wird? Das heißt, ja, da ist ja irgendwas. Und dass dann niemand Zeit genommen wurde, da mal ganz exakt hinzugucken und mal zu überprüfen, ist denn da was? Und ich sag mal, Kinder sind auf einer bestimmten Ebene. Auf einer bestimmten Ebene. Hallo? Warte mal, lass mich mal kurz zu Ende reden. Sonst haben wir hier ein Problem mit dem Ton. Kinder sind auf einer bestimmten Ebene nichts anderes als eine Flasche Wodka für einen Alkoholiker. Das heißt, das ist meine Sucht, wenn man so nennen will, meine Ablenkung von mir selbst, dass ich mich nicht aushalte, wenn ich nicht irgendetwas tue, wenn ich nicht irgendetwas mache. So wie ich bin, bin ich nicht richtig und ich muss immer irgendetwas tun. Ich brauche immer irgendeine Aufgabe. Ich muss immer irgendetwas machen, mich um irgendetwas kümmern oder irgendwas. Weil nur dann fühle ich mich einigermaßen okay. Ich alleine, ohne Aufgabe, ohne Fokus im Außen, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendetwas, geht nicht. Das ist wie so eine Suchtkomponente, dass man meint, man muss irgendwas tun. Und in dem Fall, genauso wie beim Alkoholiker, sagen die immer, okay, dann mach einfach nichts. Was muss ein Alkoholiker machen, um von der Flasche wegzukommen? Der muss die Flasche stehen lassen. So, du mit deinen Kindern, in Anführungszeichen, wenn du sagst, du weißt, du musst sie loslassen, ist ja klar, ne? Auf logischer Ebene wissen das alle. Das heißt, dann, wenn der Impuls kommt von wegen, ich muss sie jetzt anrufen, ich habe zwar gerade erst aufgelegt, aber ich muss nochmal anrufen, dann heißt es, nichts tun und halte dich aus. Halte das aus, was dann in dir hochkommt. Weil das sind dann wieder irgendwelche, sagen wir mal, Wiederholungen aus den eigenen Kindheitstagen, dass man sich einsam fühlt oder ungebraucht oder ungeliebt oder was es auch immer ist. Aber in dem Moment, wenn man dann dem Volk, diesem Impuls nachgeht, macht man nichts weiter, als sozusagen Öl ins Feuer zu kippen und sich weiterhin abzulenken und sich dieses Leiden sozusagen immer wieder neu aufzuwärmen, immer wieder neu, immer wieder, immer wieder. Und wenn du sagst, was kann ich tun? Ne, dann sind wir wieder bei dem Thema. Das sind alles Tipps und Ratschläge, dass ich sage, tu so als ob, probiere, ob du es kannst. Probiere, ob du sie laufen lassen kannst, ob du sie loslassen kannst. Probiere es einfach. Und wisse, du wirst gemacht. Du kannst nichts falsch machen. Selbst wenn du bis zum Ende deiner Tage an deinen Kindern klammern sollst und die nicht zu Hause ausziehen lassen sollst, weil warum auch immer, dann wird es da so eine Ödipussi-Nummer geben und dann werden die da wohnen bleiben und dann wird es genauso laufen. Aber wenn diese Leidensgeschichte in Richtung Aufwachen, Erwachen, wie auch immer läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das auf Dauer so weiter klappen wird. Weil irgendwann versteht man nämlich vom Verstand, wie die Zusammenhänge sind als erstes. Und dann merkt man schon, oh, jetzt mache ich hier irgendwas falsch. Das fühlt sich nicht mehr richtig an. Das fühlt sich komisch an. Und das ist ganz oft der Weg, dass es zuerst so über dieses Verstandesding geht und dann darüber sich auch das Verhalten ändert. Aber unterm Strich ist einfach alles so, wie es ist und so, jetzt du. Ja, das ist schon alles richtig. Nur, also irgendwie braucht man doch Familie. Was braucht man? Familie. Familie? Wofür braucht man die? Ja, also nur alleine zu wohnen, oder das ist doch langweilig mit der Zeit. Langweilig? Ja. Hohoho. Glaube niemand. Glaube noch nicht mal deinen Gedanken. Langeweile ist für den Mario ein Fremdwort. Also der kann stundenlang auf dem Stuhl sitzen, irgendwo hingucken und einfach nur sein Innenleben wahrnehmen. Weil da drin ist ein Zeichen alles. Okay. Da muss ich ja meine Wunden anschauen. Naja, ja. Das ist ja immer die Frage. Weißt du, willst du das wirklich? Mach mal mein Mikrofon nochmal aus, bitte, weil sonst gibt es immer diesen Widerhall. Das ist ja eine ganz, ganz entscheidende Frage.
ist wirklich dieses Thema Erwachen, Erleuchtung, wie wir es auch immer bezeichnen wollen, steht es wirklich an erster Stelle bei deinem Wollen, das, was du willst? Oder kommt eher so vom Wink, nee, also eigentlich jetzt noch nicht. Also ich muss erst mal noch, keine Ahnung, will erst noch die Weltreise machen und erst noch mein Haus verkaufen und erst noch, keine Ahnung, was auch immer. Oder zählt nichts anderes mehr und es ist nur noch das. Weil das erlebe ich ganz oft, dass Leute eigentlich zweigleisig fahren, dass sie einerseits weltlich immer noch nach irgendwas streben und andererseits aber wissen, nee, nee, ich will aber sozusagen, ich will mich endlich loswerden. Und das funktioniert nicht. Das ist, als wenn ich im Wald laufe, an einer Weggabelung komme, mit dem einen Bein nach links laufe, mit dem anderen nach rechts. Das wird irgendwann mal Schmerzen nehmen. Das funktioniert nicht. Das kann ich gut nachvollziehen. Da hast du vollkommen recht, ja. Weil ein Bein im Weltlichen und nicht loslassen und das andere aber bitte jetzt, keine Chance. Genauso wie ein bisschen schwanger, funktioniert nicht. Oder wasch mich, mach mich nicht nass, haut nicht hin. Aber das ist auch völlig okay so, wenn man merkt, dass einen im Weltlichen, sagen wir mal, irgendwelche Sachen halten, dass man sagt, nee, ich will überhaupt nicht von bestimmten Sachen loslassen. Dann ist das völlig in Ordnung und dann gibt es nicht diese, wie soll man sagen, diese Verpflichtung von wegen, oh, ich habe aber gehört, Advaita, Non-Dualismus und so weiter, Erwachen, Erleuchtung, ich muss aber erwachen. Nein, muss ich nicht. Überhaupt nicht. Weil innerer Frieden passiert nicht, wie soll ich sagen, den gibt es in Anführungszeichen auch, wenn ich voll in diesem Weltlichen drin bin und, sagen wir mal, dazu stehe, dass ich das mit vollem Herzen mache, weil der Weg wird automatisch so laufen, wie er zu laufen hat. Ich kann da nichts dran irgendwie rütteln. Ich kann, ne, freie Wille heißt, der ist so frei, dass er von nichts irgendwie beeinflusst werden kann. Und von daher, wenn dieser freie Wille sagt, ich will hier voll im Weltlichen, FKK, Familie, Kind, Kombi, naja, dann spricht nichts dagegen, überhaupt nicht. Ja. Was haben wir hier noch? Glaube ich, verstanden. So, was schreibt der Max hier? Vollständiges Schauen findet sich durch den Körper statt. Also ich schaue doch durch den Körper. Naja, ist die Frage, ob der Max durch den Körper schaut oder aus dem Körper rausschaut oder ob das alles nur das konditionierte Denken ist. Weil, wenn wir mal überlegen, schauen, sehen findet statt. Egal, ob es da drin jemanden gibt, der das Gesehene interpretiert, der seine Aufmerksamkeit darauf richtet, oder ob der gedanklich gerade im letzten Winterurlaub ist. Die meisten kennen es, nur keiner nimmt es so richtig für voll. Wenn ich irgendwo sitze mit offenen Augen und so gedanklich irgendwo so vor mich hin sinniere, kriegt man so einen weichen, defokussierten Blick, so einen verschwommenen Blick. Ne? Da heißt es, ne? Man träumt so vor sich hin. Aber das ist doch genau der Beweis dafür. Das heißt, das Sehen an sich, das Schauen, findet statt. Aber das ist kein Ich-Gedanke, der auf dieses Schauen aufspringt und irgendwas damit macht, sondern der ist gedanklich irgendwo, ne, in Erinnerung bei irgendwelchen geistigen Bildern. Und die Augen sind offen und gucken einfach weiter. Also von daher kann man nicht sagen, ich schaue aus dem Körper, sondern Sehen findet statt. Und dann gibt es diese, wenn wir es so nennen wollen, Identifikation mit dem Körper, die sagt, ich schaue. Aber wenn wir es genau überprüfen, stellen wir fest, dass alle Sinneswahrnehmungen ohne mich, in Anführungszeichen, stattfinden. Da gibt es keinen Schauer, kein Cookie. Da gibt es nichts, was hört, nichts, was sieht, nichts, was riecht, schmeckt, fühlt. Erstmal scheint es so, weil ich diesen Konzepten aus Kindheit glaube, die mir sagen, du bist Max und du musst mich gefälligst angucken, wenn ich mit dir rede. Ja, gut, ich gucke. Dass das aber alles dieses determinierte Spiel ist, erzählt einem ja keiner. Also jedenfalls bisher nicht. Es gibt ja immer mehr, wo die Eltern in Anführungszeichen schon erkannt haben, wer oder was sie sind, wo sie die Kinder auch mit auf diesem Weg nehmen. Spannende Illusion.
So, was schreibt der Max? Glaube hat verstanden, durch den Körper können wir den Frieden erfahren. Ja, sagen wir mal, in dem Moment, wo ich diesen Körper als das erfahre, was er ist, eine Illusion, ein Numenon, ein Gedankending, dann ist automatisch der Frieden da, weil wenn ich diesen Körper als kein Ding, als nicht etwas erkenne, dann findet in Anführungszeichen alles in mir statt. Weil dieser Körper hat dann keine Außengrenzen, der ist nirgendwo zu Ende. Dann ist Frieden, klar. Aber Frieden mit dem Körper, immer noch zu denken, ich bin das und das als Wahrheit zu nehmen und darüber in den Frieden kommen zu wollen, das ist so, wie Ramana gesagt hat, glaube ich, auf dem Rücken eines Krokodils einen Fluss überqueren zu wollen. Das funktioniert nicht. Also vielleicht schon, aber nicht in einem Stück. Ja, so, was haben wir hier? Die Welt ist der Spiegel meines Geistes. Nee. Ein Spiegel ist nur dann da, wenn es irgendetwas gibt, was sich da drin spiegelt. Von daher kannst du sagen, das ist eine schöne esoterische Sichtweise, die vielen auch erstmal, sagen wir mal, so auf den ersten Weg von außen nach innen und so ein bisschen hilft. Aber wenn wir beim Thema Satzung und Wahrheit sind, dann kann man sagen, nee, da spiegelt nichts. Weil spiegeln kann es nur dann, wenn vor dem Spiegel irgendwas steht. Dann kann ich sagen, da kommt jemand von mir in einen Raum rein und ich merke, oh, ich werde traurig. Dann kann ich sagen, oh, das ist meine Traurigkeit. Aber wenn dieses Mario-Konstrukt innen drin sozusagen komplett leer ist, beziehungsweise nicht komplett leer, sondern wenn es alles ist, was es gibt, dann ist es klar, wenn da irgendwas in den Raum kommt, was traurig ist und das hier traurig wird, dann ist es klar, weil es ist einfach alles in mir. Genauso wie man sagen kann, wenn jemand in den Raum kommt und der hat vorher 5 Knoblauchzehen gegessen, dann merke ich, dass es stinkt. Und dann muss ich aber selber kein Knoblauch gegessen haben. Ich rieche den Geruch des Knoblauch. So. Da ich aber alles bin, habe ich die gesamte Traurigkeit, die gesamte Wut, die gesamte Angst, die gesamte Existenz in mir. Und da kann nichts spiegeln, weil zum Spiegeln braucht man 2. Gibt's aber nicht. So, ich habe auch noch eine Frage. Kann ich mich da noch reinschmeißen? Ja, aber logisch, klar. Und zwar zum Thema Komfortzone oder Komfortzone verlassen. Also einerseits die Idee, es gibt keinen Täter, sondern nur Taten. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich will dieses Erwachen, das ist das Wichtigste, und es darum geht, auch in diese Gefühle reinzugehen, kann ich die alle im stillen Kämmerlein fühlen oder ist es dafür nicht auch wichtig, mal rauszugehen und irgendwie eine Konfrontation, wie was auch immer, zu haben? Ist das damit gemeint, Komfortzone verlassen oder? Also, jetzt kommt es auf an, Komfortzone nutzen ja viele, also es ist ja eigentlich eher in Richtung Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung und solche Sachen. Eine Komfortzone geht ja eigentlich auf die, wenn wir es so nennen wollen, menschliche Psyche zurück, dass es einen Bereich gibt, wo man sich in seinem vermeintlichen Leiden, sagen wir mal, so eingenistet hat und da nicht raus will, weil man weiß, so nach dem Motto, dieser Ich-Verstand will Sicherheit und Kontrolle, wenn wir es so nennen wollen. Und in dem Moment, wo der merkt, dass die, wie soll man sagen, also der kennt sich mit diesem Scheiß, mit diesem Leiden, das er ständig erlebt, kennt er sich gut aus. Der weiß, das war gestern, das war vorgestern, das ist heute und das wird morgen sein. Also in diesem Leiden kann man sich so schön einnisten und es gibt eine gewisse Sicherheit und Kontrolle, weil man ja weiß, wie sich's blöd anfühlt. Dieses Raus aus dieser Komfortzone, sagt ihr das Wort schon, ne? Komfort. Komm mal davor, komm mal da raus. Kann man jetzt so deuten, dass es heißt von wegen, okay, wenn du wirklich eine Veränderung willst, eine Entwicklung, wie auch immer, dann komm da raus und stell dich den Gefühlen. Ist aber immer noch so ein therapeutisches Coaching-Setting. Wird ganz oft im Satsang auch angewendet. Das heißt, erstmal musst du dich um deine unbewussten inneren Gefühle kümmern, weil die sorgen dafür, dass du
die Worte, die im Satsang gesprochen werden, nicht hören kannst. Das heißt, je mehr, sagen wir, Wut und Traurigkeit ungefühlt in diesem Ding drin sind, desto weniger kann ich hören oder desto unklarer ist eigentlich meine Wahrnehmung. Das ist so, als wenn ich, keine Ahnung, mich in irgendeinem Brunnen Wasser sehen will und schmeiße ständig Steine rein und beschwere mich dann, dass ich meine Sicht nicht sehen kann. Also so kann man sagen, als Voraussetzung, als Vorbereitung dafür geht es, dass man dieses innere Gefühlskostüm so, ne, immer mehr da sein lässt, immer mehr anschaut und anguckt. Und für die einen ist es das Schlimmste, zu Hause zu sitzen und nicht rauszugehen. Ne? Wie die Annette, die sagt, sie brauchte Familie und Kontakt und wenn sie alleine ist, ist es ja langweilig und so. Das heißt, dann würde ich erst recht sagen, wenn sie Familie und Kontakt braucht, nee, bleib zu Hause. Stell dich dieser Langeweile über, mach die Erfahrung, was heißt Langeweile? Lass dich von dieser Langeweile töten. Lass dich mitnehmen, lass dich überfluten von dieser Langeweile. Ein anderer, der sagt von wegen, nee, ich gehe lieber raus in die Welt und ich stelle mich da sozusagen meinen Themen, der macht es eben da. Es gibt da keinen, sollte man so, weil jedes illusorische Individuum gibt es nur ein einziges Mal. Von daher kann man nichts vergleichen. Man kann nicht sagen, warte mal, was hast du gemacht oder muss ich das auch machen? Du hast ein Buch gelesen, okay, ja, dann muss ich dieses Buch auch lesen. Wie heißt das Buch? Nee. Und das ist auch dieses, ne? Jeder geht seinen illusorisch eigenen Weg oder wird den gegangen und kann nichts dagegen oder dafür tun. Genau. So, was haben wir hier noch? Die Jutta. Dieses Nichts tut so, als ob, kann man das so sagen? Ja, es tut so, als ob es Jutta wäre in dem Fall. Es spielt diese Form, Körper und Welt. Im Schlaf ist wieder nichts. Ha, nicht im Schlaf ist wieder nichts, sondern es ist die ganze Zeit nichts. Jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt. Scheinbar ist jetzt was, heißt, es ist nichts. Das Einzige, was jetzt in diesem Augenblick ist, ist das, was ich traumloser Tiefschlaf nenne. Es tut so, als ob. Es tut so, wie schreibt die Jutta, dieses Nichts tut so, als ob, kann man das so sagen? Ja, es tut so, als ob, aber ich muss die Worte auch verstehen. Ich tue so, als ob, heißt, in Wahrheit passiert gar nichts. Und es ist immer nichts. Aber nichts in Form von traumloser Tiefschlaf. Nicht mal nichts. Dann schreibt der Max, allein die Theorie, dass man mit allem verbunden ist und dass es kein Ich gibt, ist sehr zufriedenstellend. Als würde eine schwere Last fallen. Ja, erstmal ist es schön. Aber so ein Verstandesding gewöhnt sich an jeden Zustand und irgendwann wird es eventuell nicht mehr ausreichen. Aber dann kommt der nächste Schritt. Wobei, wenn man die Worte jetzt da nochmal nimmt, wenn man mit allem verbunden, allein die Theorie, dass man mit allem verbunden ist und dass es kein Ich gibt. Das widerspricht sich schon. Weil entweder gibt es kein Ich oder man denkt, man ist mit allem verbunden. Weil um mit allem verbunden zu sein, braucht es irgendwie ein wie auch immer geartetes Ich-Ding, was merkt, oh, eigentlich bin ich ja mit allem verbunden. Das heißt, da gibt es ganz viele, die miteinander verbunden sind. Aber genau das ist der Trugschluss. Da ist nichts verbunden. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, es gibt kein Ich. Wenn es kein Ich gibt und das hier vermeintlich, wenn es dann denkt, ich zu sein, sich auflöst, dass man merkt von wegen, wow, keine Außengrenzen, alles eins, dann gibt es keine Verbindung. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Habe ich was übersehen? Genau, die Trennung hat nie stattgefunden. Es ist nur ein Gedanke, der geglaubt wird. Genau. Genau, Jutta, danke für nichts. Ja.
Wie sieht es bei euch aus, die ihr hier jetzt noch in dem Zoom seid? Noch irgendwelche Fragen oder? Was ist denn bei dem Sandro los? Was passiert in ihm? Ja. Hi erstmal. Ja, was passiert in mir? Irgendetwas ist still. Und immer wieder passiert da eine Identifikation und man wird da quasi rausgezogen. Es pendelt immer hin und her. Okay. Kannst du das, was da scheinbar hin und her pendelt, wirklich, also überprüfen, wahrnehmen? Kannst du das fühlen, dass da irgendwas nicht da ist und plötzlich wieder da ist? Oder ist eventuell das, was da pendelt, nur ein Wort, was in den Verstand kommt? Da kommt ein Wort und dann geht das Wort wieder, kommt wieder ein Wort und es geht wieder. Eventuell. Ja, das ist ja das Pendeln. Es ist nur... Ja, also... Nee, es scheint mehr als ein Wort zu sein. Scheint mehr als ein Wort zu sein? Ja, es scheint mehr als ein Wort zu sein. Es scheint, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, genau, bleib mal da. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das heißt, dann ist die Wahrnehmung, diese Achtsamkeit noch nicht genau da, wo sie eigentlich sein könnte. Versuch das mal zu durchdringen. Was ist denn wirklich da? In dem Moment, wo die Frage kommt, aber ich weiß gar nicht genau. Dann ist das der Hinweis, stiller zu werden, ruhiger zu werden und genauer hinzugucken. Weil wie sagt man, je stiller es wird, desto mehr kann ich hören. Wenn noch zu viel Brabbel ist, dann wird es gleich abgetan, als wenn, ich weiß gar nicht genau, aber irgendwas ist da. In dem Moment, wo er meint, irgendwas hin und her zu switchen oder wie auch immer, genau mit der Aufmerksamkeit dabei sein, Augen zumachen, nicht ablenken, Aufmerksamkeit nach innen gucken, was ist jetzt wirklich da? Was kommt jetzt zurück, beziehungsweise wo kommt es her? Von wo kommt es her und was kommt zurück? Was ist jetzt wirklich da? Kann ich das fühlen, egal was es ist? Kann ich das fühlen oder stelle ich fest, dass es nur ein Wort ist? Dann ploppt im Verstand ein Wort auf und sagt, oh, jetzt wird es wieder eng oder jetzt wird es wieder anstrengend oder was es auch immer sei. Und um auf die Frage von der Nicole zurückzukommen, manchmal machen sich so eine Übung oder so eine Aufmerksamkeitsgeschichten besser, wenn man mit sich in Anführungszeichen alleine ist. Dass man nämlich, oder auch teilweise auch, wenn es um Gefühle geht, dass man merkt, von wegen, oh, jetzt kommt eine Traurigkeit oder so. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, wenn sie mit anderen zusammen sind, doch immer noch ein bisschen gehemmt sind, dass sie sich nicht so trauen, diese Gefühle so rauszulassen oder zu weinen oder was auch immer zu machen. Ich sage, von daher ist es vielleicht manchmal das Beste, wenn man wirklich komplett in Stille, alleine, zu Hause, ablenkungsfrei in einem Zimmer sitzt und sich einfach mal aushalten muss. Und dann auch das, was kommt, einfach rauslassen kann, ohne irgendeinen, ja, so irgendwas, was abhält im Außen. Weißt du, Alexandra schreibt, da sind auch keine nervigen Menschen da. Also ich vermute mal, du sprichst es an, so nach dem Motto, in dem Moment, wo klar ist, wer oder was man ist, dann ist da auch nichts Nerviges irgendwie im Außen. Es gibt keinen, ne? Wie soll man mit anderen umgehen? Es gibt keine anderen. Da ist nichts. Aber trotz allem in dieser Show, wenn man auf der Straße läuft oder guckt, was da so in der Welt passiert, kann man schon sagen, spannend, wie sie alle gespielt werden. Was schreibt der Jack? Ist es wie eine Scheibe, die stattfindet?
eine Scheibe. Muss du nochmal schreiben. Kann ich nichts mit anfangen. Aber allein schon das Wort stattfindet. Wenn man, ne, Satsang heißt, es findet gar nichts statt. Oder sagen wir es noch genauer, weder findet was statt, noch findet nichts statt. Es ist immer weder noch. Das ist das Thema in dem traumlosen Tiefschlaf. Da kann ich sagen, da ist nichts. Weder ist da was, noch ist da nichts. Es ist weder noch. Man kann es nicht. Ne? Das ist der Paradox. Lässt sich nicht begreifen, lässt sich nicht verstehen. Weil es sich eben außerhalb des Verstandes, wenn wir es so nennen wollen, aufhält, das, was wir sind. Und scheinbar macht es, wie bei allen anderen Sachen auch, die ganz oft die Wiederholung. Ne? Weil je öfter ich mich mit einem Thema beschäftige, desto mehr geht der Verstand mit. So das erste Mal lesen, schreiben, rechnen, Radfahren, Schwimmen, Laufen, musste alles mühsam erlernt werden. Und das wurde dann über 20, 30, 50, 80 Jahre erlernt. Und dann scheint das alles so echt und so, ne, so richtig und so lebendig und so persönlich zu sein. Und dann dreht sich dieses Rad wieder zurück, dass man alles wieder, ne, was man sich, worin man sich ausgebildet hat, muss man sich wieder entbilden oder zurückbilden oder wie auch immer. Und von daher ist auch da, genauso wie sich alles ausgebildet hat, durch die Dauerwiederholung, genauso kann sich alles wieder durch eine ständige Wiederholung, ne, was die Annette gesagt hat, von wegen, oder auch Nicole, mit diesem ständig, immer wieder, Langeweile, okay, dann gehe ich wieder in die Langeweile. Oder also immer wieder dasselbe, immer wieder, immer wieder. Scheint so ein Teil des Weges zu sein bei vielen. Und was mir gerade einfällt, das hatten wir, glaube ich, gestern mit der Nicole. Ich habe mal, als wir jetzt vor kurzem in der Schweiz waren, habe ich mit einem Teilnehmer mal so eine kurze Übung gemacht. Ich habe gesagt, in der Pause habe ich gesagt, Mensch, denk dir mal eine, wie soll man sagen, Fake-Identität aus. Denk dir mal ganz was anderes aus. Du bist jetzt nicht der, sondern du bist jetzt irgendein anderer. Dann hat er irgendwie sich einen Namen ausgedacht, Hans-Peter war Taxifahrer, war 40 und lebte noch bis vor kurzem bei seiner Mutter. So hat sich irgendeine Fake-Identität ausgedacht. Und dann habe ich ihn nur ein paar Minuten später, habe ich ihn ganz bewusst so richtig zusammengeschissen mit dieser von wegen, was bist du für eine Pfeife, mit 40 noch bei Mama wohnen und. Und er hat richtig gemerkt, wie in ihm was angepiekt hat, obwohl es ja überhaupt nicht gestimmt hat. Und das war nur innerhalb von ein paar Minuten. Der hat sich ein paar Minuten eine andere Existenz ausgedacht, eine andere Lebensgeschichte und war sofort betroffen davon, als sie gesagt habe, du bist ja eine Pfeife. Also einfach nur, um mal zu demonstrieren, wie schnell diese, sagen wir mal, so Identifikation, diese Verbindung mit dieser Lebensgeschichte stattfindet. Innerhalb von ein paar Minuten. So, was wir jetzt hier vor der Kamera haben, ist 20, 30, 40, 50 Jahre läuft es rum und denkt, ich bin das. Also das fühlt sich alles so echt und lebendig und ne, alles, was man macht, fühlt sich so persönlich an. Das ist aber nichts weiter oder ist nichts weiter schuldet einer unendlichen Wiederholung. Immer wieder, immer wieder. Und deswegen kann es nicht schaden, wenn man diese Wiederholung andersrum macht. Also immer wieder die Frage, wer ist ich, wo fühle ich mich und. Oder aber die einfachste Variante, gar nichts mehr machen. Ich sage mal, lebe so, als gäbe es dich gar nicht und nimm die Finger aus deinem Leben und lass laufen. Komme, was kommt, kommt, was geht, geht, was bleibt, bleibt. Nimm immer das, was ist, wenn es dir gelingt. Ne? Lebe so, als gäbe es dich gar nicht. Das heißt, egal, was auch immer passiert, es passiert. Ob du wütend wirst, traurig wirst, ob es eine Situation gibt, wo du in Ruhe bleiben kannst oder eine ähnliche Situation, wo du dich plötzlich aufregst. Oder ob du Probleme lösen kannst oder irgendwie in deiner Komfortzone hockst und nicht rauskommst. Egal, was auch immer ist, nimm das Leben einfach so, wie es ist und mach einfach weiter. Ohne Gedanken zu machen. So die Theorie. Naja. So, was haben wir hier noch? Das Ich ist nur ein anderes Wort für Stille, Gott, Präsenz, Universum, Seele, Nichts und so weiter. Und trotzdem bist du da und kannst deine Existenz nicht leugnen.
wer das auch immer jetzt schreibt, ich brauche keine Existenz zu leugnen, weil da gibt es nichts zu leugnen, weil nichts in Anführungszeichen da ist. Weil alles, was da ist, ist zu viel. Weil dieser Gedanke von wegen des Non-Duale, dass man sagt, 1 plus 1 gleich 1, ist es ja nicht. 1 plus 1 gleich 1 gleich 0. Weil von Existenz oder wie auch immer kann ich nur sprechen, wenn ich in irgendeinem anderen Kontext irgendwie, also wenn das eine, keine Ahnung, im Universum vor sich hinschwebt, dann gibt es das Universum und dieses eine. Wenn aber alles dieses eine beinhaltet, dann kann es dieses eine nicht geben. Also kann man nicht von Existenz sprechen. Und leugnen sowieso nicht. Also ne, weder noch. Es ist paradox, nicht zu verstehen. Kein Wort der Welt kann beschreiben, wer oder was ich bin. Und hier in der Gegenwart, jetzt sind wir als das eine Ewige verbunden. Ja, viele Worte, aber nicht wahr. Weil da ist nichts verbunden, da ist weder was sie trennt noch verbunden. Der Versuch, irgendwie so eine ultimative Wahrheit so in ein paar Worten zu... Es funktioniert nicht, kein Wort der Welt kann es beschreiben. Und das ist für die einen die größte Katastrophe und für die anderen die größte Freiheit. Und... Oh, jetzt kommt die Erklärung mit der Scheibe. Eine Scheibe, auf die man draufschaut. Wie ein Film. So irgendwie. Naja, gut, ja. So, aber dieser Film ist aber nicht irgendwo, ich sitze nicht im Kino und habe die Leinwand vor mir, sondern das ist so ein multidimensionales Kino. Das heißt, es geht in alle Richtungen. Und es findet nicht außerhalb von mir statt, sondern dieses Ding hier, das Illusorische, Vermeintliche, ist Teil dieses Films. Aber kein Teil, ne? In dem Film kann man, wie ihr vorhin gesagt, ich kann da keine Person aus irgendeinem Film rausnehmen. Es ist alles der Film, der hier läuft. Ohne Leinwand, wenn man so nennen will. Ach so, fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich bin Anfang Juli in Norddeutschland unterwegs und will mal ein kleines Abenteuer wagen. Hier gucken ja ein paar Leute zu, wenn es irgendjemand von euch anspricht. Ich habe vor, am Sonntag, ich glaube, das ist der 7. Juli, irgendwo, ich weiß noch nicht wo, an der Küste oben, ostfriesische Küste, mir irgendeinen Spielplatz zu suchen und da so einen spontanen Satzang abzuhalten, wie auch immer, mal zu gucken, was da zusammenkommt. Ich brauche dafür so ein paar Leute, die da so ein bisschen die Werbetrommel rühren und da vor Ort so ein bisschen das managen. Also wenn du jetzt hier irgendwie zuguckst, irgendeine Idee hast, irgendwo aus der Ecke kommst, dann würde ich mich freuen, wenn wir mal in Kontakt treten könnten. Weil das war so eine ganz spontane Idee. Ich bin da unterwegs, mache da Shuttle Service und fahre am Samstag hin, übernachte und fahre Sonntag wieder zurück und habe den ganzen Sonntag Zeit und dachte mir, Mensch, da kommen ja doch ein paar Leute von da oben, die mich inzwischen auch schon so kennen und vielleicht ist da irgendwas machbar. Mal gucken, was geht. Also wenn du dich angesprochen fühlst, gerne nachher einfach mal per, keine Ahnung, ne, WhatsApp oder so einfach mal anschreiben. Oh, Nicole schreibt... Wo denn genau? Das steht alles noch nicht fest. Das war spontan, so ein spontaner Gedanke, dass ich sage, Mensch, ich gebe das einfach mal so bekannt. Ich bin an dem, müsste ich jetzt gucken, an dem Wochenende unterwegs und suche mir da irgendwo einen Spielplatz, weil ich sage, habe das schon öfter mal gemacht, spontane Treffen auf dem Spielplatz, wirklich so Kinderspielplatz, weil das ist der Ort, wo ganz oft so ein Ich in Anführungszeichen entsteht, dass dieser erste Moment, dieser, ah, es gibt mich, ne? Gerade von der Schaukel gefallen, aua, tut weh. Ne? So, also es ist ganz oft Kinderspielplatz. Da sagen die meisten natürlich, das ist ein Vogel, aber egal, ist so. Ich mag die Atmosphäre auf so einem Kinderspielplatz und das ist so ein öffentlicher Bereich, da kann jeder hinkommen, setzen wir alle zusammen und dann gucken wir, was passiert. Ob es passiert, keine Ahnung. Also irgendwo zwischen der ostfriesischen Küste und Berlin, also die A24, was ist das? A2, A1, irgendwie so. Können wir in Ruhe dann im Nachhinein nochmal plaudern. So, ihr Lieben, es ist jetzt kurz vor 9:30. Ich habe dem
Wolfram versprochen, dass wir nicht so lange überziehen, weil der macht ja nun wirklich ganz viel für dieses Thema Erwachen, Erleuchtung und alles, was dazugehört, und möchte dem auch seinen Feierabend gönnen. Und von daher, wenn jetzt nicht noch großartig Fragen kommen, oder wenn noch welche kommen, dann jetzt. Aber ich würde ganz gerne so, dass wir um 9:30 Schluss machen. Weil wir hatten zwischendurch mal so einen Abend, der ging dann irgendwie, keine Ahnung, bis 11 oder wann. Und der macht das ja nun für ganz viele. Und in dem Sinne hier auch nochmal so der Aufruf, auch wenn alle damit werben, dass der Abend hier kostenfrei ist und so. Es kostet ja trotzdem. Jeder hat trotzdem in dieser Show seine vermeintlichen Ausgaben. Und auch so ein, ne, für so einen Abend hier braucht es Voraussetzungen und das kostet alles. Und auch, naja, jetzt wird es nicht gerade weniger, Inflation und so weiter, alles, was in diesem Spiel so läuft. Und wenn irgendjemand von euch sich da angesprochen fühlt, dann meint er, mag da irgendwas spenden, herzlich gerne. Die Infos sind auf der Jetzt-TV-Seite. Und dann freue ich mich, weil ohne ihn und sein Team wäre der heute Abend so nicht zustande gekommen. Und dafür an der Stelle einfach nochmal herzlichen Dank, weil, naja, muss man erstmal machen. Ne? Und diejenigen, die so eine Sachen schon mal gemacht haben mit Zoom und so weiter, die wissen, dass das alles auch eine Menge Arbeit macht. Auch das Nachbearbeiten und dann online stellen und so. Ja. So. Ich würde mal gerne noch mal was sagen. Ich wohne in der Nähe von Bremerhaven Richtung Cuxhaven. Ja. Wenn du da in dieser Ecke kommst, das würde mich freuen. Naja, gucken wir mal. Das ist ja Ostfriesland. Ja. Ja. Schreib mir einfach nachher mal schreib mir mal eine Mail. Bitte, bitte. Eine Mail? Ja, einfach mal irgendwie oder WhatsApp, per WhatsApp an meine Handynummer. Einfach mal so, ich sammle mal, was da alles so zusammenkommt. Okay. Ja? Schön. Ja, ihr Lieben. Mario, da ist, glaube ich, noch die Frage von Max Hertel unbeantwortet. Oh, welche denn? Im Chat. Es wird immer gesagt, dass man nichts tun muss oder dass man nur die Illusion oder Konzept und Erfahrung loslassen soll, um im Jetzt zu sein. Aber der Meister kann die Richtung weisen. Es wird immer gesagt, dass man nichts tun muss oder dass man nur die Illusion oder Konzept und Erfahrung loslassen soll. Ja, das ist eine schöne, ne, um im Jetzt zu sein, Max. Was bringt dieses Jetzt, wenn das Jetzt auch nur eine Illusion ist? Also klar, ich sage mal, du hast geschrieben, von wegen, es wird gesagt, dass man nichts tun muss. Ich würde eher sagen, man kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Damit ist die, ist noch nicht mal ein Müssen oder Wollen oder sich anstrengen oder so. Da wird damit alles glatt gezogen. Man kann nichts tun. Alles Tun führt ja eigentlich von dem illusorischen jetzigen Moment weg. Und in dem Moment, wo ich aufhöre, in Anführungszeichen, mit allem Tun, dann sind es auch alle möglichen Konzepte und Erfahrungen, dann ist es dieses Loslassen dieser gesamten Illusion. Aber diejenigen, die denken, dass sie, wenn sie im Jetzt sind, am Ende ihrer Reise sind, die muss man leider auch enttäuschen. Weil das Ende der Reise ist nicht im Jetzt, sondern in dem Moment, wo traumloser Tiefschlaf. Der jetzige Moment ist ein Fake. Der jetzige Moment ist die eigentliche Illusion. Aus diesem jetzigen Moment, aus diesem Scheinbaren, wird Vergangenheit und Zukunft geboren, wenn wir es so nennen wollen. So entsteht die illusorische Zeit mit allem, was dazugehört. Also der jetzige Moment ist noch zu viel. Außerdem kann ich in diesem Jetzt überhaupt nicht sein. Weil alles, was ich vermeintlich jetzt ja erfahre,
ist ja alles schon vorher da und muss erst mal durch den Verstandesfilter von einem Ich und als das erkannt werden, was gerade ist. Also ist auch diese Jetzt, auch wenn andere da mit Büchern drüber irgendwie Geld verdienen, ist es leider auch nur Teil dieser Illusion. Also kann man mit dem Jetzt auch nicht viel anfangen. Oh, es ist jetzt 9:30, ihr Lieben. Ich sehe hier schon ganz viele Leute, die sich herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch. Freue mich, dass so viele so zahlreich dabei waren. Morgen Abend geht es live weiter für alle, die in Berlin sind. Morgen Abend haben wir einen Live-Abend in Berlin-Kreuzberg. Und ansonsten für alle die, sage ich auch immer, wenn sich im Nachgang zu dieser Veranstaltung hier irgendetwas bei euch komisch anfühlen sollte, wo ihr merkt, oh ja, jetzt kriege ich Angst, jetzt verliere ich den Verstand. Oder wenn ihr irgendwas wirklich so sagt, dass man nicht mehr weiter weiß. Meine Kontaktdaten habt ihr überall. Ich sage, mich kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anschreiben. Wir werden dann nicht irgendwie, ich werde nicht sagen, von wegen atme mal und beruhige dich und komm mal wieder runter, sondern wir werden dann gemeinschaftlich sterben eventuell, wenn es dran ist. Aber ich sage, für den Notfall, wenn wirklich irgendwas sein sollte, wo du nicht weißt, wie du klarkommen sollst, bin ich da, einfach melden und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ansonsten euch allen einen zauberhaften Abend. Danke für euer Interesse an euch und ja, bis gleich, wann und wo auch immer.